Hallo, wir gucken heute mal zusammen, was ich durch diverse Muttertagsrabatte so ein bisschen abstauben konnte an Büchern. Und wir fangen mit Medimops an. Mich irritiert, dass das das kleinere Paket ist. Weil eigentlich habe ich da mehr bestellt. Naja. Kann sie auch ein bisschen zum Affen machen. So, einmal, mein Papa ist ein Ork. Empfohlen von Shari, soweit ich mich erinnere. Ein Fantasy. Bilderbuch, meine Herren. Mit kleinen Texten. Und. Ja, die Illustrationen sind ein bisschen unscharf, ne? Also am Computer gezeichnet, sehr einfach. Das mag auch alles gut sein, aber die Schärfe ist echt nicht so geil. Naja, gucken wir mal. Davon habe ich auch irgendwo noch ein zweites. Und zwar Ork Papa und Elfenprinzessin. Die gibt es ja kaum reduziert zu kaufen. Also habe ich sie jetzt einfach mitgekauft für ein bisschen weniger. Oha, hier sind die Illustrationen besser, schärfer, detailreicher geworden. Oder andersrum. Ich weiß jetzt nicht, welches zuerst erschien. Kann man jetzt auch nicht so nachvollziehen, ne? Obwohl das von der Abnutzung her das hier schlimmer aussieht. Ja, zwei Bilderbüchlein. Dann auch kurz empfohlen, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Es wurde beschrieben als eine Fantasy-Geschichte, aber nicht im eigentlichen Sinne, sondern man begleitet quasi eher eine Frau, die in einem mittelalterlichen Setting oder in einem vorsintflutlichen Setting agiert und über Drachen forschen möchte. Und das ist nicht so angesehen und da muss sie sich halt durchkämpfen. Und das ist die Naturgeschichte der Drachen von Lady Transmemorien, Marie Brennand. Genau, und da ist vorne halt dieser halbfleischige, halb normale Drache drauf. Davon gibt es drei Bücher insgesamt. Ich habe mir jetzt nur das erste bestellt. Riecht okay. Was haben wir noch? Was soll das sein? Oha. Das ist. Das ist die gebundene Ausgabe. Das ist bestimmt nicht die Quality Land von Marc-Uwe Kling. Wird die so im Pappeinband gebunden? Ich kann mir das schon vorstellen bei Ulstein, dass sie das so kacke binden mit so einem ekligen Pappeinband. Da steht jetzt auch nicht Leseexemplar oder so drin. Nee. Oh, hier ist aber noch ein Lesezeichen drin von Star Wars. Der hat es nur bis Seite 41 geschafft und dann abgebrochen. Ja. Es gibt ja zwei verschiedene Versionen, die dunkle und die helle. Und der Autor hat es auch mal auf YouTube irgendwo beschrieben. Die dunkle ist eher so, also da unterscheiden sich eigentlich nur die News quasi. Und in der dunklen Variante sind es eher so Trump-News, so Bösewicht-News. Und in der hellen Variante sind es eher so die. Quasi die Föderation. Wenn man das ein bisschen auf Star Wars münzen will. Ja, ich freue mich, dass ich das hab. Auch wenn es für seinen Zustand echt zu viel gekostet hat, ne? Mann, ist das all. Also es fühlt sich eklig an. Es fühlt sich ganz eklig an. Nehmen wir mal erst von hier. Über Amazon entdeckt. Der Kindle Storyteller Award Gewinner 2017. Mira Valentin. Der Mitreiser und die Überfliegerin. Riecht fast neu. Und hinten ist nur mal eine einzige Illustration drin, sonst nichts. Ist es Magie oder einfach nur das Leben? Die Welt des 18-jährigen Milan gerät aus den Fugen, als seine Sandkastenfreundin Joe bei einem Kletterunfall ums Leben kommt. Bla bla, und dann wird er zum Zirkus gelockt.
Und kommt mit Julie, der Trapezkünstlerin, aneinander. So romantisch anscheinend. Ja, und dann geht er in den Zirkus und reist mit denen. Und lernt so ein bisschen was über Magie. Und ich hoffe, dass es so ist wie... Ich habe keine Ahnung, wie der Name von dem Buch heißt, was ich suche. Aber es gibt so ein magischen Zirkusbuch, das sehr cool war und das mich wahrscheinlich an das hier ein bisschen erinnert hat. Wenn das nicht gleich so ganz ätzend klang. Moment, Karton. Da. Unten oder oben. Ah, das ist Born von Jeff Vandermeer. Und es ist Deutsch, ein Glück. Ah, ich hatte Angst, dass es Englisch ist. Ich habe jetzt die Trilogie ausgelesen, die Southern Reach Trilogie. Southern, ne? Auf Englisch Southern, nicht Southern, Southern. Mal gucken. Ich hab's gelesen vor einer Weile, also den Klappentext. Und ich fand es, glaube ich, geil. Und außerdem habe ich ein bisschen Hype auf den Autorennamen, weil ich die Southern Reach Trilogie gut fand. Ein riesiger Bär, der eine zerstörte Stadt terrorisiert. Eine junge Frau, die in den Ruinen nach biotechnologischem Abfall sucht. Ein Wissenschaftler, der daraus psychoaktive Drogen herstellt. Das ist schon ein bisschen krank, ne? Und ein undefinierbares Wesen, das diese Welt für immer verändern wird. Okay. Und da steht, er sprengt die Grenzen der Literatur. Ein echtes Wunder, diese grausame Vermessung der Natur. Also ich bin mal gespannt. Tatsächlich. Und es ist dicker als die anderen. Sind da Bilderchen drin? Nö, keine Bilderchen. Oh, er war aber hinten drin. Oha. Da sieht er aber formell aus. Ich glaube, in dem anderen sah er ein bisschen mehr lässig aus. Guckt ein bisschen böse, ne? Ine, das letzte. Oha. Das erste ist voll dünn. Warum ist denn das zweite so dick? Das erste ist vielleicht mal so krass. Zwei dunkle Schiffe kreuzen vor den Küsten des Südens. Oha. Oh, das muss ich mal recherchieren, warum das so dick ist. Und hier ist noch irgendwie ein Plakat drin. Warum ist das? Oh mein Gott. Und ich dachte, das sollte vielleicht auch so dünn. Man kann es hintereinander weglesen. Und auf einmal ist es so ein Klopper à la Markus Heitz. Nur dass das von T.S. Orgel ist. Oh Mann. Ich bin schon wieder viel zu viel zum Lesen. Next. Avel. Moment. Also das ist auf jeden Fall schwerer. Und ich habe weniger Bücher bestellt als bei Rebuy. Vier habe ich bestellt. Ich habe mir kein Wunschbuch dazu gewünscht. Für überflüssiges Packmaterial drin ist. 50%. Ne? Mann, warum haben die keinen Karton, wo der drin passt? Die haben mir mal ein bisschen auf den Sack. So, sehen wir schon einen schönen kaputten Buchumschlag.
Den müssen wir kleben oder abreißen. Und zwar auch viel zu dick, dafür, dass ich dem Buch eigentlich nur eine kleine Chance geben wollte. Über den wilden Fluss von Phil Pullman. Das ist der, der hat den Goldenen Kompass geschrieben, den ich als Film mag und als Buch nicht. Weil der Schreibstil ist nicht so meins. Und das ist die Vorgeschichte für den Goldenen Kompass, die dicker ist als der Goldene Kompass selbst. Und es gibt keine Bilder. Und ich hoffe, dass er vom Schreibstil her so ein bisschen eine Lockerheit drin hat inzwischen. Weil das hier, das ist so dick. Wann soll ich das lesen? Ich habe ja noch nicht mal den Goldenen Kompass ausgelesen. Ach Mann. Und jetzt kommt noch eine Trilogie, die immer viel zu teuer auf eBay gehandelt wird. Als Einzelbände. Und deswegen habe ich dem jetzt gesamt für 10 Euro Nachlass gekauft. Wenn ich die Idee gut finde, den Hype kacke, aber die Idee ist gut. Aber, ne? Und zwar, wie immer mit einem Gummi umspannt. Der Schuber ist erstmal okay. Kleine Macke. Und der glänzt wie ein Teufel. Ich könnte euch damit auch blenden. Und zwar ist es von Kerstin Gier. Ja. Wo ich ja auch die Edelstein-Trilogie gelesen habe und nicht so pralle fand, weil sie einfach zu kindlich, zu dumm. Ja, sie war okay, aber sie war halt ein bisschen platt. Und die Silbersache, die, das erste Buch der Träume, das zweite Buch der Träume und das dritte Buch der Träume, sagt schon vom Titel her, worum es geht. Es geht um literarische Träume. Also es geht, glaube ich, auch sogar um eine Bibliothek. Und ich fand das Setting so toll und ich will, dass da was Gutes draus wird. Und es klang eher nach, nicht nach Jugendbuch, sondern nach Kinderbuch. Und Kinderbücher verleiten zu mehr Kreativität und nicht nur so, oh, ich liebe ihn und ich habe ihn doch nicht geliebt und ich möchte meine Haare essen. Ach, Mann. So, gucken wir mal, ob die innen auch illustriert sind. Weil die geben sich ja mal Außenillustration unheimlich viel Mühe und innen drin ist immer nur Kaka. Das weiß ich an Schubern, ich krieg die nie raus. Gibt's einen Tipp, wie man Bücher aus Schubern kriegt? Ja. Das erste Buch der Träume ist rot im Schuber. War das nicht sonst auch schwarz? Naja. Jetzt habt ihr den Mängelexemplarstempel. Also es ist ein bisschen am Rand illustriert. Es sind unheimlich große Absätze unten. 4-5 Zeilen. Das erste war rot. Ernsthaft? Nicht neu. Ich mach die verkehrt rum wieder rein. Ja, mal gucken. Wenn ich das anfange. Es ist schön, ne? Und es hat einen Reiz. Es hat aber auch viel Kontra. Ja, wenn man einmal so schlechte Erfahrungen gemacht hat mit einer Trilogie, die war ja nicht schlecht zu lesen. Also von der Flüssigkeit her. Aber der Inhalt, ne? Die wird hoffentlich besser. Dennoch eins. Habe ich vorhin schon ausgepackt. Kam aus der Post. Der vierte Band. Der Papiermagier-Reihe, beziehungsweise ein Spin-Off. Die Plastic Magicians auf Englisch. Und ich könnte schwören können, ich habe das auf Deutsch vorbestellt. Aber vielleicht schaffe ich es auch auf Englisch zu lesen. So schwer wird es nicht sein. Ich muss mir nur überlegen, ich weiß nicht mehr, was diese ganzen Zauberbegriffe denn auf Englisch heißen. Das kriege ich schon raus. Also haben wir 2, 4, 6, 8, 10 neue Bücher. Ist ja nicht so, als würden da nicht noch genug stehen, ne? Also es kommen noch ein paar Comics. Comics lassen sich immer super lesen. Ein Tag durchgelesen. Bücher, 2 Monate immer noch nicht durch. Aber das ist wie gesagt die blöde Konzentration.
Die blöde, blöde, blöde Konzentration. So ein Pups. Guckt mal hier, was auf dem Boden ist. Der Kerstin Gier Trilogie. Ah, kleiner Vogel. Genauso ein Vogel wie ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.